Ich bin Herr Monopoly. Ich bin heute dein Gastgeber. Willkommen zu Monopoly Junior. Willst du alleine oder mit Freunden spielen? Ich will euch erstmal willkommen heißen zu einem kleinen, ja, Let's Show, Let's Play. Ich weiß es nicht. Monopoly Junior für den PC. Oh mein Gott. Designed eigentlich für Windows 95, 98 und immer noch tatsächlich auf... Oder mit Freunden spielen? Ich sag doch gleich was. Man kann es tatsächlich auch noch auf Windows 10 zum Laufen kriegen. Es war mal wieder eine Menge Aufwand, aber es hat geklappt. Und für mich lohnt es sich, denn es ist ein pures Nostalgiespiel für mich. Und ja, ich bin nochmal sehr gespannt, ob ich diesmal vielleicht alle Features des Spiels nutzen kann. Denn damals, als ich das... Alleine oder mit Freunden spielen? Ja, ich will alleine spielen, sage ich dir auch gleich. Damals, als ich die CD hatte, war das nämlich irgendwie so eine verbuggte Version. Und ich meine, ihr kennt ja sicherlich Monopoly. Man musste dann im Spiel allerdings immer, wenn man auf einer Straße gelandet ist, diese auch kaufen. Also es gab nicht die Möglichkeit zu sagen, so, nö, will ich nicht. Willst du alleine oder mit Freunden spielen? Vielleicht ist es auch so im Spiel, aber ich vermute mal, das war ein Bug. Und das finden wir jetzt heraus. Monopoly Junior hier für den PC bietet einfach coole Minispiele, die ich damals sehr gefeiert habe. Und ich freue mich einfach, mit euch zusammen auf einen kleinen Nostalgietrip zu gehen. Mit dem blauen Auto, dem Einspielermodus. Wenn das Spiel jetzt hier nicht währenddessen abkackt. Alleine spielen. Ja, bitte. Suche dir einen Wagen aus und klicke einfach drauf. Ich nehme den blauen. So. Du hast den blauen Wagen gewählt. Absolut. Da du alleine spielst, wird der Computer einen Wagen wählen, um zusammen mit dir zu spielen. Klicke auf den Vorhang, sobald du anfangen möchtest. Alles klar, ich liebe auch die Stimme von Herr Monopoly, ne? Es ist super, es ist wirklich super. Das Spiel soll, also habe ich mal gelesen, irgendwie so für 5- bis 8-Jährige konzipiert sein, aber wie gesagt, Nostalgiereise, let's go. Und ich bin natürlich auf die Performance gespannt. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Hallo da draußen. Willkommen zu Monopoly Junior. Ich bin Herr Monopoly und ich bin hier mit meiner Nichte Sandy und meinem Neffen Andy, um dir beim Spielen zu helfen. Denke dran, wenn du kein Geld mehr hast, ist das Spiel vorbei. Klicke auf den Würfel, sobald du anfangen möchtest. Oder klicke auf mich, wenn du mir Hilfe benötigst. Und vergiss nicht, dass du mich jederzeit anklicken kannst, wenn du Hilfe benötigst. Okay, jetzt ist Blau an der Reihe. Alles klar. So, wir haben 31 D-Mark. Haha, schöne Währung. Let's go. Los geht's, eine 3. Du hast eine 3 gewürfelt. So, damit landen wir hier auf der Zuckerwatte, richtig? Zahle eine Mark und der Stand mit der Zuckerwatte gehört dir. So. Und, ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ah, jetzt, okay. Zahle eine D-Mark. Kann ich denn sagen nein? Ich muss das echt kaufen, oder? Klicke auf den passenden Schein, um die Summe zu bezahlen. Also es ist tatsächlich nicht so, also es ist nicht wie richtiges Monopoly. Ich weiß jetzt nicht, wie Monopoly Junior, das gibt's ja natürlich auch als Brettspiel, wie das da so geregelt ist. Aber in dem Spiel hier muss man offenbar tatsächlich immer die Straßen, auf denen man landet, oder in dem Klicke Fall... auf den passenden Schein, ja, um die Summe zu bezahlen. In dem Fall ist es ja ein Freizeitpark und da sind die Straßen halt Attraktionen. Man muss die wohl immer kaufen, wenn man drauf landet. Ist okay, gut. Stimmt, bitteschön. Genau. Vielen Dank. Und jetzt da ist jetzt der Computer dran. Ein Kassenhäuschen. Also sowas wie Häuser und Hotels gibt's hier wahrscheinlich nicht. Macht doch irgendwie Sinn. Bimmelbahn. Du darfst erneut würfeln. Ach, die Bimmelbahn, herrlich. Hm? Ereignis. Du bist auf Ereignis gelandet. Ich liebe es so sehr, ne? Oh mein Gott. 5 Euro habe ich dafür auf eBay bezahlt, das hat sich absolut gelohnt. Bis zum Riesenrad. Ich glaube, das sehen wir jetzt aus der Ego. Ja! Ich liebe die Musik. Vier Mark für das Riesenrad, bitte. Und jetzt gehört das Riesenrad dem Kollegen. Es ist Zeit, auf den Würfel zu. Und ich glaube, die Minispiele müssen wir spielen, wenn wir auf einem Feld von ihm landen. Ich glaube, so ist es. Aber gut. Müssen wir schauen. Es hat doch nicht jedes Feld ein Minispiel. Bist du bereit, Blau? Du kannst dich ein Feld weiter bewegen. Zuckerratte und Ballonstand zum Beispiel dürften kein Minispiel haben. Du bist auf Ereignis gelandet.
Ja, und es gibt auch übrigens nur Ereignisse und keine Gemeinschaftskarten oder sowas. Alles sehr vereinfacht halt. Ja, sehr schön. Das ist immer richtig geil. Du hast ein kostenloses Kassenhäuschen gewonnen. Klicke einfach darauf. Autoscooter. Oh mein Gott, das sind einfach solche Memes. Du hast ein kostenloses Kassenhäuschen gewonnen. Oh Gott, das sind so harte Flashbacks. Es ist so schön. Ja, Autoscooter. Da bekommen wir jetzt einfach eine Karte geschenkt. Autoscooter. Irgendwo auf dem Spielfeld. Und das tut jetzt natürlich richtig weh für den Herrn Grün, ja? Der hat da nämlich schon mal keine ganze Reihe. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich glaube, die schließen sich dann zusammen. Das sind 2 Mark Taschengeld mehr in deinem Geldbeutel. Du hast eine Ereigniskarte gezogen. Mensch, das geht hier Schlag auf Schlag. Man hat kaum Zeit zu reden. Ist ja phänomenal. Du rückst vor bis zur roten Bimmelbahn und würfelst noch einmal. Ja, super. Da ist ja gleich schon wieder bei los. So, das können wir jetzt übrigens ja wegklicken. Möchte ich aber gar nicht. Der ist gleich da. So, da ist er doch. Rote Bimmelbahn. Noch einmal würfeln. So. Ja, bei jeder Bimmelbahn kann man übrigens nochmal würfeln. Los, los, los. Jetzt aber bitte nicht wieder vorrücken. Zur roten. Das wäre ein bisschen dreist. Ach so. Ach, er ist direkt auf los gelandet, aber das hat ihm jetzt keinen Bonus gebracht, ne? In manchen Versionen, wie auch immer man spielt, wenn man direkt auf Los landet, gibt es ja die doppelte Menge. So, dann schauen wir mal. Bist du bereit? Wow. Du kannst dich ein Feld weiter bewegen. Grün ist einfach schon zweimal übers Spielfeld und ich bin gerade mal 5 Felder nach vorne gekommen. Aber ich darf doch nochmal würfeln. Noch einmal würfeln. Das steht hier auch, glaube ich. Würfeln, ja hier, nochmal würfeln. Kann man halt nur sehr... Hier, nochmal würfeln. Richtig schön pixelig. Wundervoll. Oh, Essen. Let's go. Ich will essen, was auch immer das bringt. Wahrscheinlich nicht. Es ist Essenszeit. Ruhe dich hier für eine Weile aus. Das ist auch okay. Toll, ja. Hier isst jetzt man jetzt. Ist der Computer an anstatt der ins Gefängnis zu gehen. Finde ich fair. Na, wundervoll. Zuckerwatte ja. Kostet eine Mark. Schön zahlen hier. Give it to me. Ja, eine schöne Sequenz sieht man dann bei der Zuckerwatte. Genau wie beim Ballonstand. Hey Blau, du bist jetzt dran. Alles klar, mach ich doch. Los geht's, Blau. Du hast ein Paddelboot, jawohl. Zahle 2 Mark und das Paddelboot gehört dir. Ich kann mal gerade gucken, was hat denn alles Minispiele eigentlich? Danke, das stimmt genau. Paddelboot der Computer. Hat, denke ich mal, auch nichts. Achterbahn hat auf jeden Fall was. Die Geisterbahn müsste was haben. Videospiele, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Noch einmal würfeln. Oh, Feuerwerk. 2 Mark, um das berühmte Feuerwerk zu sehen. Das Geld geht in meine Wundertüte. Ah ja, die Wundertüte kann man dann da oben bekommen, hä? Wunderschön. Bist du bereit, Blau? Ja, hier sehen wir jetzt auch die 2 Euro. Wasserrutsche, sag's nochmal. Bewege dein Netz, um die Spielzeugenten zu fangen, bevor sie über die Wasser... Nee. Wir können die Minispiele auch einfach so spielen, wenn wir draufklicken. Das wusste ich gar nicht. Karussell. Cool, okay. Achterbahn. Ja, also wenn wir nicht alle Minispiele jetzt hier sehen, dann machen wir das natürlich auf jeden Fall. Ich dachte, das... Lol. System. Okay, gut. Let's go. Bist du bereit? Oh, Geisterbahn. Her damit. Ein echtes Schnäppchen. Nur 3 Mark für die Geisterbahn. Nur 3 Mark? Ja, ich habe leider keine andere Wahl. Hä? Bitteschön. Stimmt, genau. Vielen Dank. Okay, jetzt ist der Computer an der Reihe. Also Grün hat irgendwie noch recht wenig, ne? Aber dafür ist er auch schon 2,5 Mal um die Map rum. Ah, Paddelboot. 2D-Mark. 2 Mark mit dem Paddelboot. Ich sehe das richtig, man bekommt die Miete, sage ich mal, die man noch bezahlt, ja? Ja. Hier auch kein Minispiel, hier ist halt nur eine lustige Sequenz zu sehen. Bist du bereit, Blau? Und ich glaube, der Computer müsste auch das Spiel spielen, wenn mir eine Straße mit Spiel gehören würde. Blau. Ja! Du hast eine 2 gewürfelt. 2 Mark! Das ist dein Glückstag heute. Hier ist mein ganzes Kleingeld. Okay, sehr schön. Jetzt ist der Computer an der Reihe. Also 2 Euro, beziehungsweise in dem Fall dann ja, 1 Euro einfach mal so als Kleingeld zu haben, fände ich auch praktisch. Ich habe nämlich meistens viel zu wenig Kleingeld. Gelandet. Weil ich halt nicht bar bezahle. In der Regel.
Du rückst vor bis zur roten Bimmelbahn und würfelst noch einmal. Das war doch schon die letzte Ereigniskarte, oder? So, dies jetzt skippen wir aber mal. Bimmelbahn. Du darfst nochmals würfeln. Oh nein! Den Looping für nur 5 Mark. Oh nein, der Looping. Ich glaube, das Karussell hatte noch ein Minispiel, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Karussell. Ja, Karussell hatte noch ein Minispiel, alles klar. Achterbahn. Okay, ja, das könnte teurer werden, ne? Los geht's, Blau. Ja, blaue Bimmelbahn, let's go. Ist irgendwie die coolste, weil die so... Blaue Bimmelbahn. Ich komm so aus dem Berg raus. Ja, dann würfen wir doch nochmal. Was ist das denn? Helikopter? Nee, Minigolf. Alles klar. 4 Mark und Minigolf gehört dir. Ja, da schlage ich doch zu. Bei der ganzen Auswahl, die ich habe. Wir machen es mal ein bisschen spannender, ja? So. Danke, das stimmt genau. Jetzt würfelt der Computer. Nicht, dass das einen Unterschied macht, aber dann können die Kinder schon mal so ein bisschen rechnen lernen, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und der kriegt wieder 2 Mark. Das sind 2 Mark Taschengeld mehr in deinem Geldbeutel. Ereignis. Ich mag es auch, wie es Taschengeld heißt, ne? Und generell, wie die Geldbeutel hier so dargestellt sind, ist toll. Du rückst vor bis zur blauen Bimmelbahn und würfelst noch einmal. Ja, super. Dies ist die blaue Bimmelbahn. Also der mag die Bimmelbahn offenbar. Du darfst erneut würfeln. Und das, obwohl er Auto fährt. Zahle Nein! 4 Mark und der Rundflug gehört dir. Ich will den Rundflug haben. Aber der Rundflug war eins der coolsten Minispiele, glaube ich. Okay, jetzt ist blau an. Ja, ist okay. Let's go. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Runde dauern wird. Bist du bereit, Blau? Du kannst oh nein! Dich 3 Felder bewegen. Ich muss zum Essen. Zeit für eine Essenspause. Oh nee. Bitte begib dich direkt dorthin und zahle 3 Mark. Das Geld geht in meine Wundertüte. Och, Manu. Ich will nicht zahlen. Da kriegst du jetzt nur eine. Hier. So wie ich auch bei Monopoly im Real Life spielen würde. Immer schön viele kleine, damit der Empfänger richtig genervt ist. Aber dieses Mal kannst du leider keine 2 Mark kassieren. Ja, das dachte ich mir. Ruhe dich hier für eine Weile aus. Jetzt würfelt der Computer. Ärgerlich. Naja, es war jedenfalls wieder wirklich eine Herausforderung, das Ding nur 4 Mark. Zu installieren. Oh, muss er das jetzt spielen oder nicht? Das interessiert mich jetzt natürlich. Oder gab es da überhaupt ein Spiel? Ich dachte, da wäre ein Spiel. Oh, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Auf den Würfel zu klicken, Blau. Vielleicht doch nicht. Na gut. Okay, oh, Ereignis. Nee, Moment. Es waren doch 5. Nee. Perfekt. Das Kleingeld kriegt er wieder. Perfekt. Hast du aber Schwein gehabt. Mein ganzes Kleingeld gehört dir. Okay, perfekt, und ich habe das Doppelte. Jetzt ist der Computer an der Reihe. So muss das sein. Ich habe auch, glaube ich, noch nie Miete bei ihm bezahlt. Das Gute ist nur... 4 Mark für eine Fahrt mit dem Autoscooter, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Autoscooter war nämlich definitiv ein Minispiel. Aber ich glaube, der Computer spielt das nicht. Nee. Okay, jetzt ist blau an. Man spielt das nur selbst. Oder vielleicht... Wenn ich jetzt irgendwie auf, zum Beispiel jetzt hier, Rundflug hat er ja, ne? Wenn ich da jetzt drauf landen würde, vielleicht spielen wir das Spiel dann gar nicht, sondern wir spielen halt wirklich nur, wenn wir auf die Minispiele selber draufklicken. Ey, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Nee, aber das Gute ist, ich habe ja neulich, also Januar rum etwa, die alten SpongeBob-PC-Spiele gespielt. Also sowas wie Employee of the Month oder, was waren das andere? Oh nein! Jetzt hat er noch das Karussell. Oh je. Aber er muss einiges zahlen dafür. Nee, was war das nochmal? Das andere. Hey Blau, Operation Krabby Patty, genau. Da habe ich unter anderem gelernt, dass man, wenn eine Installationsdatei, also so eine Install-Exe, wenn die nicht funktioniert, dann kann es daran liegen, dass die Installation von einem anderen Programm oder Dienst auf Windows geblockt wird. Und es war tatsächlich auch hier so. Habe ich nur erstmal gar nicht dran gedacht. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich dieses Spiel tatsächlich installieren konnte. Ja, sehr gut. Hier unten, ne? Was haben wir überhaupt? Kostenloses Kassenhäuschen. Ich kann mir jetzt aussuchen. Klicke auf dasjenige, das du möchtest. Ich bin eher der Zauberer. Außerdem so ein Häschen. Jetzt würfelt der Computer. Naja, ich dachte erst, das wäre irgendwie ein ganz merkwürdiges Problem. Denn, wie gesagt, das ist ein Spiel für Windows 95 oder Windows 98. Und damals habe ich das halt auch auf jeden Fall auf XP gespielt.
Aber man hat halt heutzutage meistens 64-Bit-Systeme, so wie ich auch. Und der Autoscooter gehört dir. Du brauchst nichts zu bezahlen. Ja, das ist gut. Jetzt würfelt der Computer. Und naja, ich habe halt in der auf der CD nur Installations-Files gefunden für das Kasperle-Theater? Oh nein. Für die 16-Bit-Version und 32-Bit-Version. Ich wusste gar nicht, dass 16-Bit damals ein Ding war, aber offenbar. Oh, hier sehen wir übrigens gerade, stelle ich fest, da hat sich das Kassenhäuschen jetzt verbunden, weil er beide hat. Und da werden wir wahrscheinlich dann extra fett bezahlen müssen, deswegen bloß meiden dieses Feld und okay, ja, gerade so. Habe ich nochmal Glück gehabt. Wenn ich jetzt keine 1 oder eine 2 würfel, wäre das fantastisch. Ah, die Bimmelbahn, ey. Shit. Das ist jetzt schlecht. Karussell. Kostet das jetzt 5 oder 10? Diesmal musst du den doppelten Betrag zahlen. Das macht 10 Mark, bitte. Das tut hart weh. Bitteschön. Du hast es. Eieieiei. Boah, es sah so gut aus, ne? Jetzt mussten wir ihm einfach 10 blechen. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Der Herr Grün ist doch... Oh. Dabei, das Karussell zu überqueren, ja, aber guck mal. Ohne dabei an die Tiere zu stoßen. Klicke, wenn sie laufen sollen. Dafür lohnt sich das doch schon fast. Okay, ich muss klicken, wenn sie laufen sollen. Wer läuft denn? Der Andy? Nee, Sandy läuft, alles klar. Und oben sehen wir unsere Zeit. Natürlich, aus heutiger Sicht ist das einfach, aber... Das war schon knifflig damals, als Kind. Sandy ist sicher durch das Karussell gekommen. Du hast gewonnen. Kriege ich jetzt... Ich krieg einen Tanz und jetzt ist der Computer dran. Eine extra D-Mark. Das ist schön. Also ich möchte euch auf jeden Fall mal alle Minispiele zeigen. Das berühmte Feuerwerk zu sehen. Das Geld geht in meine Wundertüte. Ja, das haben wir auch schon mal gesehen. Das gucken wir uns aber einfach nochmal an, wenn er schon zahlt. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt noch eine zweite Runde spielen will oder so. Also deswegen habe ich auch gesagt, es ist halt eher so eine Art Let's Show als wirklich ein Let's Play. Aber naja. Ich wollte es auf jeden Fall getan haben. Und ich weiß halt noch nicht, wie lange diese Runde noch geht. Zwei Felder bewegen. Weil jetzt gerade, er war ja schon irgendwie bei 8 oder 9 D-Mark und ich habe ihn ja jetzt richtig reich gemacht wieder. Insofern, das kann schon noch eine Weile dauern. Aber wir können ja noch Minispiele kennenlernen und jetzt habe ich auch die zweite rote Straße. Ich meine natürlich nicht Straße, sondern... Zwei Kassenhäuschen der gleichen Farbe bedeuten, dass du den doppelten Eintritt verlangen kannst. Schön. Jetzt ist der Computer dran. Was wollte ich gesagt haben? Ich habe jetzt auf jeden Fall beides. Keine Ahnung mehr, was ich noch sagen wollte. Du kannst für 2 Mark die Achterbahn kaufen. Oh nö. Ach so, genau. Vielleicht sehen wir halt noch ein paar Minispiele. So. Vielleicht alle. Es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken, Blau. Ja, es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken. Dann mache ich das doch mal. Okay, Blau, los. Ja, sehr schön. Luftballons. Ein Ballonstand kostet nur 1 Mark. Ja, die Rechnung geht irgendwie nicht auf, weil ich denke mal, auch ein Ballon kostet 1 Mark. Aber gut. Genau. Gerne. Vielen Dank. Nehme ich doch. Da du jetzt 2 Kartenhäuschen der gleichen Farbe hast, kannst du den Eintritt verdoppeln. Nur noch die Videospiele sind übrig, ne? Jetzt ist der Computer an. Sieht so aus. Würfel mal eine 4. Wäre toll. Dann, ja, wobei wäre eigentlich nicht toll. Ich hätte das ganz gerne. Geisterbahn ist auch okay. 3 Mark für den Schrecken deines Lebens in der Geisterbahn. Der Schrecken deines Lebens. Ich hatte damals wirklich mega Angst vor Geisterbahn. Also auf so Jahrmärkten, Kirmessen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was der Plural von Kirmes ist. Okay, jetzt ist Blau an der Reihe. Diese Aufmachung allein schon außen in so einer Geisterbahn, die fand ich mega gruselig als Kind. Deswegen, bin ich nie drauf gegangen. So, jetzt muss ich leider wieder selber bezahlen. Um das Kasperle-Theater zu besuchen. Dann ist er leider wieder zweistellig, aber ich habe doch noch einen soliden Vorsprung, würde ich sagen. Genau. Vielen Dank. Gerne doch. Knuffig. Jetzt würfelt der Computer. Dann mach mal, Computer. Willst du die Videospiele kaufen? Sie gehören dir für nur 3 Mark. Naja, immerhin ist dann alles verteilt. Wie sieht's denn eigentlich aus? Er hätte dann 2, 4, 6, 7. Ich hätte 2, 4, 6, 7, 8. Ich habe einen mehr, oder? Zähle ich gerade falsch? Nee, wir haben beide... Nee, ich habe 9. Ich kann gerade echt nicht zählen. Ich habe 9 und er hat 7, richtig? Ach Gott.
Zählt lieber nochmal nach, wenn ihr sicher haben wollt. Okay, eine 4. Ja, super. Geht. Wieder essen. Zeit für ein Essen. Mach mal eine Pause. Lass mal. Okay, jetzt ist der Computer an der Reihe. Aber ich kenne diese ganzen Sprüche einfach noch auswendig. Es ist wundervoll. Das ist dein Glückstag heute. Hier ist mein ganzes Kleingeld. Ah, die sind von ihm selber, ne? Vom okay, Feuerwerk. Jetzt ist Blau an der Reihe. So, dann gucken wir doch mal, dass wir vielleicht auf der Geisterbahn landen oder auf dem Paddelboot. Ja, oder so. Ist jetzt leider nichts mehr drin, aber gut. Tut mir leid, aber im Augenblick habe ich kein Kleingeld. Okay, skandalös. Jetzt ist der Computer. Dann pass aber auf, dass du nicht ins Parkhaus fährst hier. Sonst wird's problematisch. Denn deutsche Parkhäuser haben meistens nicht die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen. Da der Rundflug dir gehört. Ja, bezahlen, bezahlen. Let's go. Bitte nicht denselben Weg einschlagen. Okay, Blau. Das los ist okay. Geht's. Rücke 2. Das Ponyreiten gehört dir. Du ja, ist okay. Ist der Computer dran. Wir können ihn ja mal so ansprechen. Okay. Vielleicht eher, wenn wir dran sind. Ereignis. Kann ja eigentlich nur noch Rücke vor bis auf sein, oder? Du zahlst für das Feuerwerk 2 Mark in die Wundertüte. Das ist dreist. Ach so, nee, er muss da hinfahren und dann zahlen. Ach so. Du bist auf deinem Weg hierher über losgekommen. Ja, super. Du hast 2 Mark zusätzlich. Vergleicht sich das ja wieder aus. Zahle 2 Mark, um das atemberaubende Feuerwerk zu sehen. Ja, ich glaube, das können wir jetzt aber wegdrücken. So atemberaubend ist es dann auch nicht, dass wir es ein drittes Mal sehen müssen. Es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken, Blau. So habe ich das früher auch immer gemacht. Dann hat es mich einfach noch genervt. Klicke einfach auf den Würfel, um zu sehen. Ja, okay. Er gibt eigentlich nur Basic-Erklärung. Okay. Los oh geht's. Nee, jetzt mache ich ja doch den gleichen Weg wie er. Aber wir sehen Rundflug. Tickets für den Rundflug kosten 4 Mark. Das nehme ich natürlich gerne mit. Auch wenn ich ihm keine 4 Mark zahlen möchte. Genau. Vielen Dank. Ich glaube, da muss man irgendwie Säcke aus dem Wasser oder sowas bergen. War das so? Deine Aufgabe ist es, Geldsäcke ja. von den Booten zu holen. Das habe ich, glaube ich, am Lenke liebsten gespielt. Lenke den Hubschrauber mit deiner Maus und klicke auf einen Geldsack, um ihn zu bergen. Das habe ich geliebt. Das habe ich so geliebt, ne? Oh mein Gott. Okay. Es ist halt gar nicht mal so leicht, wie es aussieht. Wenn es überhaupt leicht aussieht. Uiuiui. Uiuiui, bitte schnell. Oh nein. Ah. Aber das habe ich so gern gespielt, ne? Mein Gott. Und die Musik ist auch einfach toll. Es ist alles irgendwie toll. Ich mag einfach das gesamte Spiel so sehr. Hälfte der Zeit ist gleich rum, also das werden wir locker schaffen. Es ist halt genauso ein Nostalgiespiel wie Schlacht um Bikini Bottom oder Film Gut Up. Gemacht. Diese vielen Geldsäcke machen dich zum Gewinner. Den Tanz und die Musik kann ich natürlich nicht überlabern hier. Jetzt ist der Computer. Nee, aber diese beiden SpongeBob-Spiele für den PC, die waren ja auch Nostalgie pur für mich. Und das Spiel definitiv auch. Mach eine Pause, während du hier isst. Hey, und Blau, ja, ist so gut. Tatsächlich ist mir das auch sehr spontan überhaupt wieder in den Sinn gekommen, dass es dieses Spiel gab. Ich weiß gar nicht. Gehört dir, du brauchst nichts. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich darauf kam. Der Computer. Aber plötzlich kam dieses Spiel wieder in mein Gedächtnis und ich dachte mir direkt so, ich muss das wieder haben. Die Achterbahn gehört. Ich muss das mal wieder spielen und jetzt tue ich's. Ja. So, ach nee, ich gehe schon wieder essen. Bitte zahle 3 Mark. Also langsam habe ich das Gefühl, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier zum Ende kommen. Aber egal, ich werde das alles versuchen in ein Video zu packen. Aber dieses Mal kannst du leider, es ist Essenszeit. Ja, ist okay. Jetzt würfelt der Computer. Lass ihn würfeln. Ich glaube, man kann hier sogar ein Spiel unterbrechen und beim nächsten Mal weitermachen, aber du brauchst nichts zu bezahlen. Okay, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Du, bim, bim. Okay, 5, ja super. Ich folge dir. Und schon hier hat er mehr als ich. Nur 3 Mark. So, und ich glaube, da können wir es auch direkt sehen. Ich glaube, hier gab es einfach nur eine nette Sequenz zu sehen ohne Minispiel. Danke, das stimmt genau. Es sah doch so gut aus für mich, Mensch. Ja. Jetzt ist der Computer dran. Hier gibt es kein Minispiel. Gut, wir können trotzdem nochmal gerade rumgehen, während er hier würfelt. Hier unten auf der rechten Seite gibt es gar nichts. Du darfst erneut würfeln. Achterbahn gibt es halt noch, sieht man jetzt halt gerade nicht, weil er... Du musst nichts zu bezahlen, da ja, bist gut. Bereit, weil er würfelt, ich gucke hier nochmal. Achso, das ist auch Achterbahn, ja, okay. Geisterbahn. Genau.
Achterbahn. Hä? Die Geisterbahn war doch gar nicht in der Nähe. Na gut. Hier die Achterbahn halt ist ein Minispiel. Geisterbahn ist ein Spiel. Wasserrutsche ist ein Spiel. Das sind also schon drei. Ponyreiten auch nicht. Rundflug. Der Rundflug, den haben wir schon gesehen. Minigolf. Golf ist noch ein Spiel, sind fünf. Autoscooter 6. Riesenrad. Riesenrad 7. Karussell. Und Karussell 8. 8 Spiele gibt's hier. Und zwei haben wir schon gesehen. Rundflug und Karussell. Bist du okay. Bereit, Blau? Ich bin sowas von bereit. Los geht's, Blau. Du hast Los geht's, Wasserrutsche. Keine Bezahlung nötig. Die Wasser- Kein Problem. Der Computer. Wir könnten aber eigentlich währenddessen mal, wenn wir jetzt hier schon draufstehen, die Wasserrutsche spielen. Weil ich komme ja in dem Playthrough sowieso nicht dazu. Für das Riesenrad ist es Zeit, auf den weil Wege, ich könnte... Um die Spielzeugenten zu fangen, bevor sie über die Wasserrutsche fallen. Ich könnte halt nur dieses Spiel im Storyverlauf, sage ich mal, spielen. Wenn auch wirklich der Gegner das... gekauft hätte. Oh. Ich liebe auch einfach den Soundtrack und das Geräusch hier in diesem Minispiel schon wieder. Es ist toll. Ich versuche ja auch gerade nicht drüber zu reden, einfach damit man auch mal ein bisschen was von dem Spiel hat. Es ist halt alles so simpel gemacht, ne? Aber wenn man nochmal überlegt, das ist von 99, dieses Computerspiel. Das ist halt schon... Du hast genügend Enten gefangen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist hervorragend, denn es bedeutet, dass du auf der nächsten Stufe weiterspielen kannst. Ah, okay. Es gab mehrere Stufen. Du musst viele Stimmt. Enten retten. Und das ist nicht ganz einfach, wenn sich Trümmer im Wasser befinden, die dich aufhalten. Mhm. Genau, stimmt. Ich erinnere mich nämlich, da gab es dann noch Trümmer. Ich zeige einfach mal, was passiert, wenn man was einsammelt. Nämlich, kann einem das... Nee? Ich dachte, das reißt einem so ein Loch irgendwie ins Netz oder so, dass man dann, Na gut, offenbar nicht. Komisch. Ich dachte im Kopf zu haben, dass man dann irgendwie eine Zeit lang nicht mehr sich bewegen kann. Vielleicht war es ein anderes Spiel. Oder vielleicht auch erst auf einer weiteren Stufe. Ich weiß es nicht. Also wenn ich das in ein Video packe, wird es auf jeden Fall ein ziemlich langes. Ich überleg's mir noch. Ich überleg's mir. Ich würde es ganz gerne in einer Aufnahme abhandeln, aber es kommt doch drauf an. Du hast es geschafft. Du hast genügend Enten gerettet, um Stufe 2 zu gewinnen. Gut gemacht. Es kommt doch drauf an, wenn Virginia wieder da ist. Es gibt noch viel mehr Enten zu retten. Aber wegen der Schnapper, die dein Netz fressen und dich aufhalten, wird die Sache etwas schwierig. Die Schnapper sind jetzt im Spiel. So war das. Okay, alles klar. Dann war das alles korrekt und das Spiel kommt jetzt gerade gar nicht drauf klar. So, ich mache mal einen absichtlich hier. Genau, so, jetzt kann ich aktuell keinen mehr fangen und ich muss jetzt erstmal warten, bis mein Netz repariert ist. Boah, das ist aber auch gar nicht mal so einfach jetzt, dadurch, dass es so rumleckt. Eieiei, lass mich doch bewegen, bitte. Okay, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Befürchte ich. Weil das läuft hier gerade einfach sowas von gar nicht flüssig. Ich glaube aber, die Zeit läuft ganz normal weiter. So sieht es zumindest aus. Ja gut, das wollte ich jetzt natürlich nicht, aber das ließ sich gerade irgendwie nicht so wirklich verhindern. Eieieiei, vergiss es. Das wird wohl nichts. Ich glaube, die Zeit läuft einfach echt ganz normal. Ja doch, die läuft normal. Allerdings, das ganze Spiel ist einfach viel zu langsam. Ich glaube, das kann ich heutzutage auf Windows 10 einfach gar nicht mehr schaffen. Na, ich habe mein Bestes versucht. Es ist schwierig, genügend Enten zu fangen, wenn diese schrecklichen Schnapper nach deinem Netz schnappen. Ja. Du hast es diesmal zwar nicht geschafft, aber es hält dich nichts davon ab, es später wieder zu versuchen. Absolut. So, jetzt können wir hier das Schild... Ja, okay. Bist du bereit, Blau? Ich wollte gerade sagen, ja, das ist so ein schönes Ikea-Schild. Geldbeutel von Grün. Geldbeutel von Grün. Ja, lass doch mal was klauen. Los geht's, ein Kinderspiel. Blau. Natürlich. Du bist auf der blauen Bimmelbahn. Noch einmal würfeln. So, wir können das ja mal hier so... Dann, wenn wir halt da sind, dieses Minispiel einfach immer spielen. Also in der Nähe, meine ich. Und in der Nähe sind wir gerade beim Golf. Allerdings, das können wir gerade nicht machen, weil wir ziehen müssen. Ja, gut. Naja. Bitte zahle 3 Mark und begib dich direkt zum Essen. Das Geld geht in meine Wundertüte. Also die, Wasserrutsche mit den Schwierigkeitsgraden ist aber auch, glaube ich, das eins der langwierigsten Minispiele hier.
Allerdings, wenn man jetzt natürlich... Aber dieses Mal bekommst du leider keine zwei. Mach eine wenn, Pause. Ja. Jetzt würfelt der Computer. Ist okay. Wenn jetzt die Wasserrutsche grün gehören würde, dann würden natürlich dies nur ein Minispiel, also eine Schwierigkeitsstufe spielen. Ist einfacher Neuschlag wahrscheinlich. Ja, los, Punkt. Los. Das sind zwei weitere Mark in deinem Geld. Hey, Blau. Zwei weitere Mark, die mich von meinem Sieg fernhalten. Skandalös. Okay, Blau. Eine 6, jawohl. Ich krieg 8 Mark. Sehr gut. Das ist dein Glückstag heute. Absolut. Hier ist mein ganzes Kleingeld. So, beim nächsten Mal spielen wir mal wieder was. Ich guck mal, vielleicht. Wir sind jetzt gerade der Achterbahn noch am der Geisterbahn noch am nächsten. Jetzt ist der Computer dran. Vielleicht spielen wir das dann mal. Ja, hier, Kasperletheater, ne? Ja, okay. Gehört ihm. Gut, dann spielen wir doch mal Geisterbahn. Finde die Geister und fange sie mit deinem Staubsauger. Genau, Luigi's Mansion. Geister einfangen? Richtig cool. Habe ich damals auf jeden Fall gefeiert. Aber gut, ich habe eigentlich jedes Minispiel hier gefeiert. So, komm her. Also, ganz schwer zu erkennen, woher das so insgesamt inspiriert ist. Nee, Ghostbusters, Luigi's Mansion, alles so ein Kram. So, komm mal her. Und dann sind wir auch gleich fertig. Gab es da verschiedene Schwierigkeitsgrade? Ich glaube schon, oder? Du hast bei den Geistern wirklich ganze Arbeit geleistet. Du bist ein echter Sieger. Du hast genügend Geister eingesammelt, um Stufe 1 zu gewinnen. Du bist auf Stufe 1 ganz gut mit den Geistern fertig geworden. Aber jetzt wird es schwieriger. Du wirst bemerken, dass die Geister durch die Wände gehen, um zu fliehen. Du kannst mit deinem Staubsauger aber nur die Türen verwenden. Kannst du genügend Geister einfangen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich sehe aber auch gerade, Virginia ist gleich wahrscheinlich auch sowieso schon wieder da. Da muss ich mindestens mal kurz unterbrechen. So. Okay, also es sieht für mich auch so ein bisschen danach aus, als könnten wir doch so halb durch die Wände durch. Weil die Türen doch sehr nette Hitboxen haben. Aber na gut, das ist ja nur positiv für mich. So, einer noch. Dann geht's aber bestimmt auf Stufe 3, oder? Die Geister in Stufe 2 waren wirklich kein Problem für dich, oder? Du kannst nun direkt auf Stufe 3 spielen. Du musst viele Geister aufsaugen, um Stufe 3 zu gewinnen. Doch wie soll das gehen, wenn dich Andy und Sandy ständig behindern? Oh, nö. Nee. Du solltest versuchen, ihnen immer aus dem Weg zu gehen. Finde ich aber nicht nett. Andy und Sandy, was soll das denn? Ich habe zwar keine Ahnung, wie die mich jetzt stören. Ach so, okay. Die gelben Geister. Alles klar. Oder gelb und rot. Da drüben ist ein roter Geist. Also bisher stören die mich jetzt aber noch nicht sehr. So, und dann noch ein. Komm her. So. Fantastisch. Ich weiß, ich bin großartig. Du bist ein Meister. Du konntest Sandy und Andy aus dem Weg gehen und dabei genügend Geister aufsaugen, um Stufe 3 zu gewinnen. Fantastisch. Okay, jetzt ist Blau an der Reihe. Ja, war ich ja schon gerade, aber let's go. Okay, 4. Los. Ereignis. Komm, rücke einfach vor bis auf los, das reicht mir schon. Du zahlst für das Feuerwerk. Nee, ich möchte nicht. Muss das sein? Du hast 2 Mark zusätzlich. Zahle ja, okay, Mark. Stimmt. Ich bekomme ja wieder was fürs übers Losgehen. Danke, das stimmt genau. Ist ja auch mal was. Ja, ja, gut. Okay, jetzt ist der Computer an der Reihe. Wo ist der überhaupt? Ach, hinter mir. Eieiei, 20 und 19. Das wird noch eine ganze Weile dauern, ne? Es ist Essens. Es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken. Ja. Beim nächsten Mal spielen wir mal die Achterbahn, würde ich sagen, in der nächsten Runde. Bist du bereit, Blau? Na, ich trinke mal was währenddessen hier. Du brauchst nicht zu bezahlen. Jetzt ist er eh wieder grün okay an der Reihe. Jetzt ist der Computer an der Reihe. Du bist auf der grünen Bimmelbahn. Noch einmal würfeln. Zahle 3 Mark für den Schrecken deines Lebens in der Geisterbahn. Ja, da waren wir gerade. Aber danke. Jetzt sehen wir auch... Nee, den haben wir auch gerade gesehen. Komplett los. Natürlich okay, haben wir den auch gerade gesehen in einem Spieler. Blau an der Reihe. Ah, die Achterbahn gehört aber ja sowieso grün.
Egal, Achterbahn. Egal. Ich spiele jetzt Achterbahn. Wenn du glaubst, dass die Achterbahn weit genug zurückgerollt ist, dann klicke, um mit der Fahrt zu beginnen. Versuche, den vorderen Wagen genau vor der Kamera halten zu lassen, damit du ein tolles Foto von Sandy und Andy erhältst. Und das fand ich damals mega schwierig. Das habe ich meistens nicht hingekriegt. Also ich glaube, bei ja, hier so in dem Bereich muss man machen. Ja, es war zu weit. Gelb wahrscheinlich. Auweia, das war ein wenig zu weit. Oh nein. Du konntest Sandy und Andy diesmal nicht in die Mitte des Bildes bringen. Aber du kannst wiederkommen und es erneut versuchen. Ja, also so zwischen Gelb und Grün irgendwo. Klicke auf den Würfel und finde es heraus. Ja, gucken wir doch mal, wo es hingeht. Let's go. Vielleicht ja wieder auf hier Taschengeldgedöns. Nein? Schade. Jetzt ist nochmal Kleingeld, ne? Herr Monopolis Kleingeld, genau. Jetzt ist der Computer dran. Immerhin stehen wir auf demselben Feld. Ist doch mal nett. Du besitzt die Videospiele. Ja, du besitzt die Videospiele. Ich besitze sogar auch eins. Dieses hier. So, 5 ist hier. Keine Bezahlung nötig. Wundervoll. Okay. Drei haben wir noch, ne? Die hier. Das müsste alles sein, was wir noch nicht haben. Wasserrutsche. Ja, zahl mal richtig schön. Ja, sogar das Doppelte. Das weiß ich nicht, wie das sind. 6, okay. Aktionen dieser Farbe. Alles klar. Muss der Computer den doppelten Betrag zahlen. Wundervoll. Okay, jetzt ist Blau an der Reihe. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt darf ich nur nicht wieder auf ein grünes Attraktionsteil kommen. Du kannst die. So. Spiele eine Partie Minigolf. Du brauchst nichts zu bezahlen. Das mache ich tatsächlich okay. Gleich. Jetzt ist der Computer an. Wenn wir das nächste Mal dran sind. Du bist auf Ereignis gelandet. Du zahlst für die Delfinshow 2 Mark in die Wundertüte. Schön, ist zwar gerade schon drum. Können wir noch mal eine ganze Runde sehen, wie es aussieht. Und dann sehen wir die Delfinshow, die haben wir noch gar nicht gesehen. Dann haben wir jetzt auch mal eine ganze Runde gesehen, ne? Wie das aussieht. Kommt ja auch recht selten vor. Du gehst über los. Du erhältst 2 Mark. Der Eintritt in die Delfinshow kostet nur 2 Mark. Das Geld wandert in die Wundertüte. Schade, ich dachte, das kostet jetzt was mehr. Schön. Hey Blau, du bist jetzt dran. Ja, dann spielen wir jetzt erstmal eine schöne Runde. Ja, genau. Minigolf. Herr Monopoly. Klicke, wenn du mit dem Spielen anfangen willst. Ah, du erhältst ja. Punkte, wenn der Ball durch eine Tür geht. Stimmt, auch das war gar nicht mal so einfach. Als Kind. Wenn das Spiel dann mal laden möchte. Das hält dann halt immer ganz kurz. Ist also eigentlich gar nicht so schwer. Und alles hat eine andere Animation, was toll ist. So, und noch das Hochhaus. Jetzt haben wir den Iglu gar nicht, ne? Nein. Man muss gut sein, um Stufe 1 zu gewinnen. Ach echt? Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Klicke, wenn du mit dem Spielen wieder anfangen willst. Du siehst, dass sich die Türen schneller bewegen. Außerdem musst du mehr Treffer erzielen, um Stufe 2 zu gewinnen. Ach echt? Es sind immer noch 5. Na gut. Also was daran jetzt schwieriger sein soll, weiß ich auch noch nicht, aber gut. Ich werde jetzt mal einen nicht treffen. Ach so, okay. Voll verarscht jetzt. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Jetzt verstehe ich die Schwierigkeit gerade daran. Nee, ich wollte eigentlich warten. Ich will den Iglu mal treffen. Ja, sehr schön. So. Jetzt haben wir mal das gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Stufe 2 von Minigolf gewonnen. Du bist nun bereit für Stufe 3. Ich dachte, das dreht sich immer nur so ein Ding weiter. Aber da hatte ich einfach nur ein richtiges Timing. Lol. Kannst du auch dieses Mal genügend Bälle durch die Türen bringen? Mal schauen. Manchmal werden die Türen geschlossen sein.
Stufe 3 ist wirklich hart. Ja, sieht so aus. Oh, shit. Ja, ich wollte eigentlich das die Windmühle treffen, aber das hätte eh nicht funktioniert. So, hier kann ich treffen. Perfekt. Also, das ist schon tricky. Ja, super, die ist zu. Verdammt. Ja, da war ich zu spät. Aber wir haben noch Zeit, alles gut. Noch. Ja, super. Ist das offen? Natürlich nicht. Ich schlag einfach jedes Mal. Was kostet die Welt? Wobei, langsam sollte ich mir da vielleicht doch was Strategischeres überlegen. Komm, das ist offen. Ja, sehr gut. So, Stufe 3 geschafft. Ey, schon nicht ohne hier. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Stufe 3 von Minigolf. Ich wusste, dass du es schaffst. Ich auch. Ich hab's zumindest gehofft. Gut, dann würfeln mal wieder. Okay, Blau, los geht's. Delfin-Show. Eintritt nur zweimal. Super. Jetzt wird's wieder ein bisschen ausgeglichen, ne? Warum? Genau. Vielen Dank. Ich hab da jetzt schon gesehen, wie die Delfine da durchhüpfen. Jetzt ist der Computer dran. Das reicht doch. Das Riesenrad gehört dir. Du brauchst für eine Fahrt nichts zu bezahlen. Ich würde auch fast sagen, dass wir das Riesenrad als nächstes dann spielen, weil Autoscooter war, glaube ich, mit eins der coolsten Sachen. Bist du bereit, Blau? Du kannst dich. Auch wenn wir gerade jetzt auf dem Autoscooter landen, aber. Du brauchst nichts zu bezahlen. Egal. Der Autoscooter gehört dir. Okay. Ich weiß. Rote Bimmel. Ja, super. Du darfst erneut würfeln. Du gehst über los und kassierst 2 Mark Taschengeld. Bin ich überhaupt schon mal über los gekommen? Also so aktiv selber? Ich weiß es gar nicht, ne? So 4 wahrscheinlich, oder? Du besitzt 2 sogar eine nur. Attraktion wow. Dieser Farbe. Das lohnt also sich muss ja. Der Computer den doppelten Betrag zahlen. Ja, danke. Hey, Blau, was brauchst du mir nicht so ausführlich zu erklären gerade? Eine 6. Blau, du hast eine 6. Ereignis. Am besten auf die rote Bimmelbahn oder so. Du erhältst 2 Mark Taschengeld. Kriege ich noch mehr Geld du bist insgesamt. Auf Ereignis gelandet. Mit wie viel haben wir eigentlich angefangen? 21, glaube ich, oder? Oder 31? Ich glaube mit 31 auch, oder? Bis zur Achterbahn. Ah, bis zur Achterbahn. Ja, aber die gehört ihm. Das ist schlecht. Möchtest du mit der Achterbahn fahren? Nein. Das kostet dich 2 Mark. Oh Mann, oh. Aber ich habe nochmal eine neue Chance, was das Minispiel angeht. Du hast es passend. Das haben wir ja nicht geschafft. Das ist wiederum gar nicht mal so schlecht. Und das ist verdammt laut. Wenn du glaubst, dass die Ja, ist okay. Ich mache jetzt mal, wenn bei grün und so. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht, den richtigen Moment überhaupt dann abzupassen, wenn man drücken muss. Ah, es war ein bisschen früh, glaube ich. Auweia. Das war nicht weit genug. Auweia. Ja. Versuch es später nochmal. Ja, mal schauen. Jetzt würfelt der Computer. Wenn es sich ergibt, versuche ich das vielleicht nochmal. Gelbe Bimmelbahn. Du darfst erneut würfeln. Na. Das Kasperletheater gehört. Hätte ich mir doch damals das Kasperletheater ausgesucht, du. Okay, wir machen noch eine Runde und danach würde ich sagen, machen wir das Riesenrad. Oder auch, ja. Beim Riesenrad könnten wir halt nochmal draufkommen, ne? Und dann halt sowieso spielen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es da mehrere Stufen gibt. Hast eine Ereigniskarte gezogen. Na, ich mach's gleich einfach. Rücke vor bis zum Minigolf. Alles klar. Machen wir. Minigolf gehört dir. Du brauchst. Ich weiß, okay. Danke. Jetzt ist der Computer an der Reihe. Komm mal wieder auf Blau, fände ich super. So eine 6 oder so. Zahle 2 Mark, um das. Naja, Hauptsache, du bist ein bisschen ärmer geworden. Das reicht mir auch erstmal schon. Zeit, auf den Würfel zu klicken. Und Geld genug habe ich an sich ja schon. Momentan. Okay, Blau, los geht's. Und ich habe voll vergessen, dass ich jetzt ja gerade eigentlich Riesenrad spielen wollte. Aber gut, dann warten wir jetzt gerade noch, bis wir da rum sind. Rücke vor bis zur Geisterbahn. Ja, okay. Hätte sich das auch erledigt. Du gehst über los. Mhm. Du brauchst nichts zu bezahlen. Jetzt ja, danke. Der Computer dran. So, komm, mach mal eine 4. Es ist Essenszeit.
Ruhe dich hier für eine Weile aus. Ja, toll. Okay, jetzt ist... So, jetzt aber erstmal Riesenrad. Repariere das Riesenrad, indem du die Rohre ersetzt. Klicke auf eines der Teile und klicke dann auf die Stelle, an die es gehört. Wenn du es an die falsche Stelle gesetzt hast, klicke nochmals auf das Rohr, um es zu entfernen. Oh, ich glaube tatsächlich, dass das nur eine Stufe hat. Ah, die Musik war cool, ja. Aber das gilt ja eigentlich für fast alles. So. Und so. Gut gemacht. Du hast das Riesenrad repariert. Sehr schön. Es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken. Da kriege ich sogar Geld für. Immer schon? Naja. Oder weil das jetzt seine Attraktion war. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Videospiele. Ja, und ich muss schon wieder Geld abdrücken. Oh Mann, oh. Danke, das stimmt genau. Finde ich nicht so gut. Jetzt ist der Computer dran. So. Ja, und jetzt wird es natürlich dann auch langsam eintönig, weil, ja, es ist halt Monopoly, ne? Zahle 3 Mark für den Schreck. So ist es halt, ja super. Das gleicht sich wieder aus, immerhin. Auch das haben wir öfter gesehen bereits. So. Okay, eine 4. Ich kann aber auf ein falsches Feld klicken. Da wird er mich wahrscheinlich anmosern. Das mache ich gleich mal. Mal gucken, was passiert. Naja. Du brauchst nichts zu geben. Es ist Zeit, auf den Würfel zu kommen. So, wo landen wir? Auf Delfinen, ne? Dann machen wir mal hier. Okay, da passiert gar nichts. Oder stellt das Spiel gerade auf? Noch einmal blau. Ah. Du darfst 5 Felder vorrücken. Hoppla, denk daran, blau, du hattest eine 5. Hoppla, denk daran, blau, du hattest eine 5. Okay. Der Eintritt in die Delfin-Show kostet nur 2 Mark. Schön, ich glaube, ich habe jetzt. In die Wundertüte. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal daneben geklickt und dann fährt er einfach automatisch. Schön, okay. Alles klar, boah, da ist aber echt jetzt viel drin, oder? 10. 10 Mark sind da schon drin. Würfel, keine 1, Junge. Oh. Das wäre jetzt halt echt nervig gewesen, ne? Dann hätte er da 20 gehabt und dann wäre das Spiel noch viel länger gegangen. Es kann natürlich auch noch in die andere Richtung kippen, aber... so langsam kann das Spiel doch mal enden, finde ich. Was? Das ging, ne? Oh nein! Oh weia! Der Computer ersetzt dein Kassenhäuschen, sodass er nur ein paar in der gleichen Farbe hat. Das bedeutet, dass du den doppelten Eintritt zahlen musst, wenn du dort landest. Mega dreist einfach. Bist du bereit, Blau? Tja, und so lernt die Jugend... Wenn du gut fährst, kannst du die Ballons mit deinem Boxauto zum Platzen bringen. Kannst du genügend zerplatzen lassen, um zu gewinnen? Und so wird die Jugend auch schon auf die CDU vorbereitet hier. Besser gesagt, die Kinder. Mit diesem korrupten, ja, ich übernehme einfach mal dein Kassenhäuschen. Zack. Oh, ich glaube, das war doch mein Lieblingsspiel, weil es halt einfach richtig, richtig cool ist. Ah, da unten hinter ihm ist noch ein orangener Ballon. Nehme ich auch mal mit. So. Ich glaube, gleich kommen wir noch Sandy und Andy ins Spiel. Gut gemacht. Du hast genügend Ballons zerplatzen lassen, um das Spiel zu gewinnen und Stufe 2 zu erreichen. Ja. Du musst viele Ballons platzen lassen, um dieses Spiel zu gewinnen. Außerdem werden Sandy und Andy Eis und Zuckerwatte in den Weg werfen, um dich aufzuhalten. Ah, so war das, ja. Alles klar. Ganz schön dreist von euch, du. So, ich wollte gerade sagen, ist das Eis und Pizza oder was? Nein, es ist einfach ein Eiswaffel, ein Eishörnchen. Komm, mach kaputt. Man muss jetzt leider mal durch. Ah, okay, ja, beim Kaugummi bleiben wir halt kleben, logischerweise. Und Eis macht uns... Ja, bringt uns ins Schleudern. Sieg. Du konntest das Eis und die Zuckerwatte umfahren und viele Ballons platzen lassen. Weiter geht es mit Stufe 3. Das war natürlich Zuckerwatte, kein Kaugummi. Du benötigst eine hohe Punktzahl, um diese Stufe zu gewinnen. Hört sich das zu leicht an? Andy und Sandy werden dir in die Quere kommen und ebenfalls Ballons platzen lassen. Jetzt wird's hier kompetitiv. Aber ich werde gewinnen. Ich werde am Ende siegreich hier hervorgehen. Ich mag's einfach, wie volatil das auch ist. Ist das das richtige Wort dafür? Es ist einfach so schön schnelllebig und... Also es lässt sich so richtig schön schnell in alle Richtungen steuern.
Das ist fantastisch. Das macht einfach nur sehr viel Spaß. Ja, Volatil ist, glaube ich, eher so flüchtig oder so. Na, egal. Na, jetzt wird's aber langsam knapper. So. Du hast großartige Arbeit geleistet. Obwohl du ständig von Andy und Sandy behindert wurdest, konntest du genügend Ballons platzen lassen, um das Spiel zu gewinnen. Wie wär's, wenn du später nochmal für ein weiteres Spiel zurückkommst? Na, ich glaube eher nicht, aber das ist auf jeden Fall cool. Okay, macht Bock. Jetzt ist Blau an der Reihe. So. Bloß nicht auf Grün kommen. Bist du bereit, Blau? Ja. Und jetzt keine 1 oder eine 2. Vorhin habe ich dann eine 2 gewürfelt an der Stelle. Das war ein bisschen blöd. Das ändert nämlich die Spielausrichtung komplett. Ja, sehr gut. Los, los, los. Das sind 2 weitere Marken in deinem Geldbeutel. Ja, wenn man direkt drauf landet, bekommt man auch nur 2. Ja, das hatte ich vorhin richtig mitbekommen. Komm, eine 2. Ja, sehr schön. Nur 4 Mark für eine Runde in diesem fantastischen Autoscooter. Es ist fast die Hälfte seines Geldes. Ah, es könnte doch vielleicht zu einem Ende kommen hier. Vielleicht. Es ist Zeit, auf den Würfel zu klicken. Wenn wir Glück haben und ich vor allem auch nicht auf Grün lande, mit einer 6 oder so. Okay, ah. Blau, los geht's. Aber jetzt kommt hier die Todeszone. Gelbe, also die zweite. Du darfst erneut würfeln. Ah, das könnte kritisch werden. Ist das hier? Nein. Na, da muss ich ja schon wieder 4 zahlen. Ja, super. Achterbahn. Das ist ja wieder auf plus minus 0 rausgekommen. Diesmal hier. Musst du den doppeln. Och Mann, du. Danke, das stimmt genau. Es ist belastend. Fertig? Ach so, stimmt. Einfach, wenn du glaubst. Es handelt sich um die Achterbahn. Stimmt, dann haben wir ja nochmal eine Chance. Also jetzt ein bisschen höher bei Grün, aber noch nicht ganz bei Gelb am besten. Da gibt es wohl auch tatsächlich so Zwischenstufen. Ja, es war aber wieder ein bisschen früh, glaube ich. Oder gibt es überhaupt Zwischenstufen? Nee, komm, ich glaube, da gibt es keine Zwischenstufen. Genug. Ich glaube, man muss immer auf Gelb machen. Versuch es später nochmal. Ja, ist okay. Ich glaube, man muss immer bei Gelb drücken. Jetzt würfelt der Computer. Naja. Aber das ist doch das Schwierigste, so das abzuschätzen. Aber ich glaube, das muss man nur einmal halt, wie gesagt, rausfinden und dann... Du bist auf Los gelandet. Ja, ändert sich da halt auch nichts okay, mehr dran. Jetzt ist Blau. So. Vielleicht eine 5? Fände ich ganz nett. Bist ja, bereit, sehr gut. Her damit. Vor allem kann er das dann nicht bekommen. Oder sie, ich weiß nicht, wie sich Grün identifiziert, vielleicht auch ganz anders. Als Auto, vielleicht? Würde ich verstehen hier. Okay, jetzt ist der 42 zu 12, also finde ich doch eigentlich fair. Ich finde, wir können jetzt abbrechen. Ich weiß gar nicht, gab es irgendwie noch eine Endsequenz, also eine Siegersequenz oder sowas? Du zahlst 3 Mark für die Straßenbahn zum Essen. Finde ich gut. Also einfach nur so eine Strafe. Oder nee, hä? Zeit für ein Essen. Mach mal eine Pause. Ach, es ist Zeit, so. Auf den Würfel zu klicken. Er nimmt die Straßenbahn, um zum Essen zu kommen, was auch überhaupt keinen Sinn macht, wenn er dann die ganze Zeit in einem Auto fährt. Aber gut. Ist eine Entscheidung, würde ich sagen. Okay, Blau, los geht's. Wir nehmen ja auch schließlich dauerhaft bist die Bimmelbahn. Auf den Blauen noch einmal würfeln. So. Delfin-Show. Wie gesagt, bei mir die Kosten sehen eigentlich gut aus, solange ich, also ich zahle deutlich lieber für die Delfin-Show, als ihm was zu geben. Komm, eine 4. Ja, sehr gut. 3 D-Mark. Echte Geister in der Geisterbahn zu besichtigen, nur 3 Mark. Perfekt. Ein echtes Schnäppchen, hat er mir früher noch gesagt. Hat sich schon gelohnt, der war jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal hier. Du bist jetzt dran. Es gibt ja einfach diese Straßen oder in dem Fall jetzt hier diese... Attraktionen, wo der Gegner irgendwie immer wieder drauf kommt. Jetzt ist der Computer dran. So, und jetzt nochmal eine 4 oder 5. Ja, fantastisch. Wasserrutsche. War's das? Das war's, ne? Da muss er jetzt 8 bezahlen. Du besitzt beide Attraktionen dieser Farbe, also muss der Computer den doppelten Betrag zahlen. Er muss genau 6 zahlen, hat aber jetzt nichts mehr. Mark. Sehr schön. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Reichtum. Nice. Willst du das Spiel beenden oder nochmal spielen? Ich würde sagen, es reicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem, ja, mittlerweile, glaube ich, fast einstündigen Part. Beziehungsweise Video, denn es wird kein Let's Play oder irgendwas. Es ist eher eine Art Let's Show, wie gesagt.
Es hat mir mega Spaß gemacht, hier einfach mal wieder in der Zeit zurückzureisen, so, keine Ahnung, 15 Jahre oder so oder mehr. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, werde bestimmt in ein paar Monaten, Jahren irgendwann mal das Spiel nochmal anschmeißen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, wenn ihr das Spiel noch nicht kanntet, jetzt kennt ihr es. Und falls ihr es kanntet, habt ihr vielleicht genauso nostalgische Flashbacks jetzt dazu bekommen wie ich. Und ja, ich versuche mal das Ganze noch so bis morgen oder Freitag oder so hochzuladen. Es müsste jetzt wahrscheinlich schon langsam Skyward Sword anfangen. Das wird ja das nächste große Let's Play jetzt auf meinem Kanal werden. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten, ja, sehen wir uns oder hören wir uns, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Nochmal spielen. Tschüss. Ende.